Liebe Freundinnen, liebe Freunde, es heißt, nichts sei so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und es ist vielleicht die Aufgabe für PolitikerInnen schlechthin, den richtigen Ideen zur richtigen Zeit den Raum zu geben. Für mich heißt das, Wissenschaft als Taktgeberin der Politik ernst zu nehmen. Denn aus den aktuellen Debatten in Forschung und Wissenschaft zeigt sich, wo die Probleme liegen und zumindest oft genug auch Ansätze für deren Lösung. Das gilt für die Klimakrise genauso wie für die Corona-Pandemie. Und diese Lösungsansätze, die müssen wir dann politisch umsetzen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, den Menschen vor Ort zuzuhören. Es geht eben nicht darum, dass sich die BürgerInnen bequem zurücklehnen können, weil die Politik die Dinge ja schon regeln wird. So funktioniert Demokratie zumindest in meinem Verständnis nicht. Hier ist Unterstützung angesagt, aus der Berufspolitik, aus dem Bundestag, aus dem Landtag, für die Menschen, die sich vor Ort ganz konkret engagieren. Für sie und von ihnen werden wir gewählt. Denn ansonsten überlassen wir den Feindinnen unserer freiheitlichen Demokratie das Feld. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das kann es doch nun wirklich nicht sein. Aber gesellschaftlicher Wandel, Transformationsprozesse, Veränderungen, all das macht vielen Menschen Angst. Weil Verbesserungen für viele eben oft genug auch mit Verschlechterungen für einige einhergehen. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass wir das klar kommunizieren. Aber als fast fertig studierte Umweltingenieurin habe ich nun mal einfach ein Herz für den Wandel. Es geht mir hier um die Kreislaufwirtschaft. Die Natur macht es uns vor. Da haben wir die geschlossenen Kohlenstoffkreisläufe, die geschlossenen Nitratkreisläufe, die wir weltweit so dringend auch in der Industrie bräuchten. Und ehrlich gesagt, kann es doch auch irgendwie nicht sein, dass wir es noch nicht mal schaffen, die europäischen Vorgaben zur Recycling vernünftig in nationales Recht zu gießen. Es will mir nicht in den Sinn, warum wir es nicht schaffen, beispielsweise Kunststoffe so zu normen, dass wir sie hinterher auch vernünftig wieder separieren können und recyceln können. Technisch ist das kein Problem. Nötig ist es auch. Aber machen muss man es eben. Und dazu brauchen wir politisch andere Rahmenbedingungen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir sind die Partei, die die Notwendigkeit zum Wandel sieht und ihn nicht als Gefahr, sondern als Chance begreift. Ich bin Kommunaler, ich bin Kreisrätin. Mir ist die Strukturentwicklung gerade im ländlichen Raum wichtig. Und als angehende Ingenieurin habe ich eine Leidenschaft für Technologie. Die werde ich mir nebenbei gesagt auch nicht von dem Sexismus nehmen lassen, den ich als junge Frau auf der Baustelle regelmäßig erleben muss. Und schon gar nicht werde ich mir den nehmen lassen von den, sorry, alten weißen Männern, deren immer gleiche Kämpfe gegen die Windkraft ich immer und immer wieder erleben muss. Ich kämpfe vor Ort für Windräder gegen Windmühlen. Es ist ein riesiges Projekt, eine riesige Aufgabe im Sinne des Klimaschutzes. Die Solarenergie in Freiberg und Umgebung, ich kandidiere ja in Mittelsachsen und Bernhard und Wolfram haben es bereits angesprochen, ist leider keine reine Erfolgsgeschichte. Im Bild gesprochen, in den letzten Jahren herrschte Dunkelflaute und wir hängen den nötigen Ausbauzielen für das 1,5-Grad-Ziel meilenweit hinterher. Aber es gibt den Aufbruch, es gibt den nächsten Versuch und in Freiberg und Umgebung entstehen jetzt wieder hochwertige Solarmodule und in anderen Bereichen Sachsens die nötigen Zulieferwaren. Und wenn wir da mit geeigneten Förderinstrumenten auch von Bundesebene eingreifen und unterstützen, dann bleiben und werden das Leipziger Umland, die Oberlausitz und auch Mittelsachsen wieder zu Energieregionen und zwar zu Erneuerbaren. Das heißt aber auch, dass wir dieses, das haben wir doch schon immer so gemacht, überwinden müssen. Das ist der Stil der Union, das ist das, was uns die Klimakrise beschert hat und das hatten wir 16 Jahre lang eindeutig genug in diesem Land. Wenn es nicht anders wird, kann es nicht besser werden. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, Annalena hat es gesagt, Franziska hat es gestern unterstrichen, es geht um einen anderen, einen neuen Stil von Politik.
Ein Stil, wo nicht die eigene Person und auch nicht die eigene Partei im Mittelpunkt steht, sondern die Sache und die Werte, die man darin vertritt. In Mittelsachsen sind die aussichtsreichsten Kandidatinnen eine Werteunionlerin, die den menschengemachten Klimawandel leugnet und seine Effekte feiert, Stichwort Ananasanbau in Sachsen. Die andere ist von der AfD. Das sind die Personen, mit denen ich es in Mittelsachsen zu tun bekommen werde. Es geht da nicht um ein Mandat für mich. Es geht darum, diesem Populismus Wissenschaftlichkeit, Sachlichkeit und eine klare menschliche Haltung entgegenzusetzen. Und darum, liebe Freundinnen und Freunde, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir dazu die Unterstützung und den Schwung aus dem Landesverband mitgebt. Ich verspreche euch, dass ich mich genauso mit allem, was ich habe, allem, was ich kann, in den Wahlkampf für Sachsen zu stürzen und bitte euch mit dem Votum meines Kreisverbandes um eure Stimme für Platz 9. Vielen Dank.